Heute möchte ich euch die schnelle Variante meines legendären Currywursttopfs vorstellen. Auch wenn er schnell geht, ist er nicht weniger lecker. Deswegen ist er auch hervorragend als Partyrezept geeignet. Und ihr könnt mir glauben, der kommt immer gut an. Wie ich den gemacht habe, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für den schnellen Currywursttopf benötigt ihr folgende Zutaten: 1100 Gramm Bratwurst, 2-3 mittelgroße rote Zwiebeln, 400 ml Cola Zero, 600 ml passierte Tomaten, eine Dose geschälte und gehackte Tomaten, 200 ml Barbecue-Soße, 6 Esslöffel Worcester-Soße, ein guter Esslöffel Currypulver, Butterschmalz, Knoblauchgranulat, Paprika edelsüß, Salz und Pfeffer. Ich habe meine eigene Curry-Gewürzmischung genommen. Wie ihr die nachmachen könnt, das seht ihr in diesem Video hier oben. Ihr könnt natürlich auch gekauftes nehmen. Und los geht's! Etwas Butterschmalz, ebenfalls selbstgemacht, in eine große Pfanne geben und erhitzen. Wenn die Bratpfanne heiß ist, kommen die Bratwürstchen rein und werden von allen Seiten schön braun gebrutzelt. Aufgepasst, vorgebrühte und feine Bratwurst kann relativ schnell verbrennen. Deswegen sollte sie zeitig gedreht und immer wieder kontrolliert werden. Wenn die Bratwurst fertig gebraten ist, dann wird sie erstmal beiseite gestellt und sie müssen abkühlen, weil sie noch geschnitten werden müssen. Das macht sich nicht gut, wenn sie brühend heiß sind. In der Zwischenzeit können die Zwiebeln geschnitten werden. Die müssen nicht in feine Würfelchen, sondern können in relativ grobe Würfel geschnitten werden. Wenn die Bratwurst dann so weit abgekühlt ist, dass man sie anfassen kann, ohne sich zu verbrennen, dann wird sie in ca. 5 mm dicke Scheiben geschnitten. Butterschmalz und Röstaromen aus der Pfanne werden jetzt in einen größeren Topf gegeben. Auch hier warten, bis das Fett heiß ist und dann kommen die Zwiebeln schon mal dazu und werden glasig gedünstet. Jetzt kommt die geschnittene Bratwurst mit in den Topf. Dann kommen die passierten und die geschälten und gehackten Tomaten dazu. Die kleinen Tetrapacks und die Dose habe ich dann mit Wasser nochmal ausgespült und das ebenfalls in den Topf gegossen. Und wie schon erwähnt, ein guter Esslöffel Curry dazu. Und zur weiteren geschmacklichen Verfeinerung kommen Paprika edelsüß und Knoblauchgranulat dazu. Jetzt alles nochmal 5 Minuten lang durchkochen lassen und dann ist der Currywursttopf fertig und kann angerichtet werden. Na, das sieht doch wohl spitze aus. Übrigens hatte ich ja mein eigenes Butterschmalz genommen. Wie ihr das selber machen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video hier oben. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.